99, 2000 rum und dann auch ganz bewusst in meiner Ausstellung im Kölnischen Kunstverein 2001 habe ich wieder angefangen, dieses spielerische Moment in meiner Arbeit, was ich damals noch hatte, dieses Rumspielen mit Gegenständen wieder aufzunehmen. Und das war dann im Prinzip wie so ein Trichter, der zusammenging, Polyester, 90er Jahre, und dann wieder total weit auseinanderging. Das war für mich notwendig. Also ich hatte auch Ende der 90er Jahre so ein Bedürfnis, ich muss wieder mich erweitern. Auch deswegen, weil ich dann die eine oder andere Anfrage für eine größere Ausstellung bekommen habe und man musste große Ausstellungsräume bestücken und das kann man mit so ein paar wenigen Polyesterskulpturen, die man immer wieder zeigt, nicht tun. Also brauchte ich, naja, es war auch so eine strategische Entscheidung. Ich brauchte einfach zusätzlich noch andere, schneller zu produzierende Arbeiten. Das spielte alles damit rein. Und so kam ich dann auf solche Sachen wie Kühlschränke mit Penatencreme. Also diese Nivea-Penatencreme-Geschichte hat also nichts direkt mit meiner Faszination für Beuys, als ich so 17 war, zu tun, sondern kam später einfach. Eigentlich mit der klassischen Konzeptkunst habe ich nichts zu tun. Also meine Arbeiten entstehen eher so aus dem Bauch raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings bin ich jetzt nicht so einer Methode des Herstellens verhaftet. Also ich habe jetzt nicht so einen Weg, meinetwegen mit Gips angefangen, mich so irgendwo hingearbeitet, sondern ich springe einfach. Ich habe meinen Kopf, habe meine Ideen und wenn eine gute Idee da ist, verwirkliche ich die und das ist sprunghaft und zufällig und soll auch so sein und vollkommen unanalytisch, spontan und das ist auch ganz bewusst so und das könnte man vielleicht konzeptuell nennen, aber nicht im Sinne von wirklich genau analytisch klarstellen, welche Position man hat, von da aus gehen zu bestimmten anderen Ergebnissen kommen. So will ich nicht sein, so bin ich auch nicht, kann ich auch gar nicht.